Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Heute, an diesem Mittwoch, geht es um drei Legenden, die wir nicht mehr persönlich einladen konnten. Einfach, weil sie viel zu früh das Zeitliche gesegnet haben. In dieser ersten Stunde wird es um Barry Graves gehen. Mein Name ist Peter Razzun. Eine Kollegin, eine sehr geschätzte Kollegin, die Barry ziemlich gut gekannt hat, ist Anja Kaspari. Hallo Anja. Morgen Peter. Anja, du hast Barry, glaube ich, ähnlich wie ich kennengelernt bei SFB 2 noch und dann über Radio 4U, aber auch über Fritz als Kollegen erlebt. Mhm. Wie war das für dich? Wie war er als Kollege? Ich fand ihn super. Ich war am Anfang ja nicht gleich Moderatorin. Ich war Aufnahmeleiterin und ich war immer Aufnahmeleiterin bei Barry, weil das war toll. Also er war so witzig. Er kam mit einem Packen Zeitung in die Sendung, setzte sich zwischen die zwei Plattenspieler, gab ja noch keine CDs, und dann hat er Zeitung gelesen und hat daraus die Sendung entwickelt. Die Sendeinhalte, seine Telefonate, seine Charmanten, ich fand die super. Ich musste ja dann immer die Leute reinschalten und so. Ich weiß nicht, ich mochte ihn einfach. Viele fanden ihn vielleicht exzentrisch oder frech, keine Ahnung. Ich fand es gerade toll, dass er so authentisch war. Also ich würde sagen, ich sehe mich eigentlich als ganz normalen Menschen. Das heißt also ein Typ, der Scheiße baut, ein Typ, der aber auch vielleicht das sogenannte Herz auf dem sogenannten rechten Fleck hat. Wolfgang, du hast Juliane Bartel kennengelernt, ich denke mal Ende der 60er Jahre, SF Beat, Juliane gehörte so zur, sagen wir mal, zweiten Formation. Und einer davon war Juliane Bartel, die als Volontärin im damaligen SFB arbeitete und irgendwann, wie so viele, vor der Tür des Jugendfunks stand im vierten Stock und sagte, ich will jetzt auch. Nicht so wie Schröder, ich will hier rein. Aber sie war schon ziemlich bestimmt und sagte, ich kann das auch. Und ich habe sie später mal gefragt, warum sie das denn wolle. Und dann sagte sie ziemlich frech, ach, ich finde das richtig gut, wenn man Platten umsonst bekommt und die dann auch noch spielen darf. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zum Echo am Morgen, das heute natürlich fast ausschließlich ein Echo der letzten Nacht sein wird. Diese letzte Nacht, in der bekannt wurde, dass Bundeskanzler Willy Brandt zurückgetreten ist. Wie war Peel als Plattenkritiker? John Peel war eigentlich zutiefst menschlich in seiner Bewertung von Musik. Also zuerst mal hieß es bei ihm entweder Daumen hoch, Daumen runter, gefällt mir nicht, langweilt mich nicht. Oder ich glaube, also ich habe jetzt hier auch mal, ich bin extra noch mal im Vorlauf auf unser Gespräch die ganzen Bewertungen durchgegangen, der von 1995 an bis 2004, also bis zu seinem Tod. Und man merkt eigentlich schon, dass der fast eine Abneigung hatte gegen Traditionalismus. Also der hatte nicht eine Abneigung gegen irgendeinen Musikstil oder so, hat nicht, Country ist langweilig oder sowas, sondern er hatte nur eine Abneigung dagegen, dass Sachen immer wie Malen nach Zahlen reproduziert werden und dass alles irgendwie stillsteht. I've thoroughly enjoyed doing genuinely enjoyed doing the stuff for Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Heute haben wir drei Legenden gedacht, die leider viel zu früh das Zeitliche gesegnet haben. Mein Name ist Peter Razzun. Tschüss und bye bye.